Ich glaube, früher war es weniger so. Ich glaube, früher ist von einem 13-, 14-Jährigen noch nicht erwartet worden, eben gerade mit dieser Lehrstellensuche und so. Also das heisst, man muss sich immer extrem erwachsen benehmen. Also wenn man als 14-, 15-Jähriger an ein Vorstellungsgespräch muss, ich finde, man kann fast nicht ganz sich selber sein, weil man muss sich so erwachsen benehmen. Aber ist das früher nicht auch so gewesen? Vor allem früher hast du, also bei meinem Papi, weiss ich noch so, ist das so gewesen, der hat für die Familie auch müssen halt arbeiten. Mhm. Also früher hast du, glaube ich, viel eher müssen, für eine Familie auch aufkommen, wie jetzt. Ja, das ist sicher so. Aber ich glaube, früher hat man sich anders müssen bewerben. Oder früher hat man, dafür, hat man auch die Familie ein bisschen mehr oder anders im Rücken gehabt. Ja, das stimmt. Über Familie und Liebe und Freundschaft, über das werden wir heute alles noch reden. Also ihr bleibt dran, joyce.ch/live. Und ich sehe jetzt gerade, dass Jolene einen Kommentar reingeschrieben hat und dann schauen wir uns jetzt an. Und sie sagt, ich bin 21 und fühle mich auch noch nicht ganz erwachsen, nur wenn ich muss. Genau gleich, Jolene. Ich bin genau deiner gleichen Meinung. Mich nimmt es jetzt gerade wunder, Jolene, in welchen Situationen verhaltest du dich erwachsen oder musst du erwachsen sein und in welchen nicht? Genau. Und ich sehe da gerade, dass Lea einen Kommentar reingeschrieben hat. Und sie sagt, ich mag das nicht, wenn ständig auf Jugendlichen rumgehackt wird. Wir haben auch gute Seiten. Finde ich auch einen wunderschönen Kommentar, oder? Mhm. Und ja, genau darum habe ich auch das Buch geschrieben, oder? Weil ich will genau diese Aussage unterstreichen. Ja. Und ich finde, es ist auch wirklich für Jugendliche, sie können es anschauen und durchblättern. Mhm. Aber die Idee ist natürlich, dass man es den Eltern schenkt oder wem auch immer und sagt, hey, lese es und so ist es. Sind gar nicht so schlecht, wie du denkst. Genau, also eigentlich der Kommentar ist hier ein bisschen ausgeweitet. Kommen wir mal auf die guten Seiten von der Jugend heute sprechen. Was sind unsere Stärken? Was glaubst du? Also die heutige Jugend. Ja, die heutige Jugend. Die ist, also die wird als sehr selbstbewusst eingestuft und ich glaube, das ist eine grosse Stärke, eben gerade wenn es um Jobsuche oder ähnlich geht. Und sonst weitere Stärken? Ich kann nicht nur einige holen. Es gibt viel mehr, man probiert gerne Sachen aus und das verliert man, glaube ich, mit der Zeit. Und wie ich jetzt das herausgefunden habe, vermissen das die Erwachsenen genau. Also eben, man ist ausprobierfreudig und eben viel offener. Ich glaube, das verliert man wirklich mit der Zeit, mit den Jahren. Ja. Und wo liegen unsere Schwächen? Was glaubst du dort? Ja, wir sind recht emotional, oder? Wie das halt ist im Teenager-Alter. Man kann da irgendeinen Satz gerade völlig falsch aufnehmen und das kann vor allem eigentlich den Weltuntergang bedeuten. Und ja, aber ich glaube, da muss jeder durch. Ja, genau. Und wir haben ja, und heute ist auch immer die Rede davon, dass wir unbegrenzte Möglichkeiten haben. Du hast das Internet auf dich wartet, du kannst eher reisen, du hast Job, du hast Gymi, du hast Uni, du hast Fachhochschule. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten heutzutage. Wie glaubst du, dass wir mit dem umgehen? Weil es ist schon ein bisschen überfordernd, die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist sehr überfordernd. Und das ist auch nicht einfach, das eben einzustufen, wenn es dann mal zu viel ist, zu merken, dass es zu viel ist. Und da liegt sicher auch also noch ein grosser Berg Arbeit vor uns. Und auch so ein bisschen vor der Gesellschaft, dass man das wieder so ein bisschen büscheln kann. Ja, sehr gut. Wir haben euch auf Facebook gefragt, auf choice.tv, auf Facebook, so heisst man, was ihr darüber denkt und was ihr für eine Meinung habt über die heutige Jugend. Und wir zeigen euch jetzt einen Kommentar und der wird jetzt dann gerade eingeblendet. Und der kommt vom Silver Edge. Und er sagt, ich denke, es gibt immer wieder Generationen, bei denen es so ist, dass sie eben gut unterwegs sind, sozusagen. Doch heute merke ich bereits, dass ich mit 22 ein total anderes Denkvermögen habe als die Jugendlichen heute. Party und Drogen sind wichtiger als Schule. Vielleicht war ich auch einfach zu brav. Ja, langer Kommentar. Aber ich finde es ein sehr guter Kommentar vom Silver Edge an dieser Stelle, weil eben, ich identifiziere mich auch noch mit der heutigen Jugend. Aber wenn ich eben so im Bus sitze, zum Beispiel, und dann neben mir hocken auch so 16-Jährige oder so, und wie die eigentlich auch kommunizieren miteinander und reden, das schockt mich. Genau. Und dann denke ich, also ich habe mich auch schon verwünscht dabei, als ich gesagt habe, hey, früher war alles besser. Also, diesen Satz habe ich auch schon gebracht. Was glaubst du dort so?